Auch wenn das mit den Reifen. Ja, ich weiß, dass es mit den Reifen nicht so gut ist, aber ich würde trotzdem machen. Du musst ja von ihm weg, weil sonst macht der Stress. Die erste Runde versuche ich so auszuhalten. Ja, mach wie du willst, aber ich finde das ein bisschen crazy. Weil er macht ja die ganze Zeit Stress dann. Ja, ja klar, aber also. Ich lasse ihn natürlich nicht überholen, wenn ich dazu neigt. Dann stelle ich es natürlich hoch, aber so mache ich erst ab nächster Runde Power. Ich habe auch noch ein bisschen Benzin. Ich habe wirklich 0,0 RS. Boah, scheiße, ich weiß Alter. Nicht. Alter! Es ist. Ohne Alter. Müll! Ich hasse die KI! Scheißspiel einfach! Es ist. Oh unnormal! Hamilton geht vorbei und rammt mich! Er ist vorbei. Was ein Hund! Die KI ist so nervig. Jetzt. Alter, wenn der so mit Ramm überholt. Ja, jetzt habe ich eine Verwarnung bekommen, aber. Das ist mir egal. Der hat mich auch mit Ramm überholt. Kannst du die vorne vielleicht ausbremsen, dass wir wieder so eine Taktik machen? Ich auf dieser Strecke, bist du verrückt? Ja, ja, warum nicht? Ja, wie soll ich den ausbremsen? Ja, zum Beispiel in so einer Kurve, wo du jetzt bist. Ich bin nicht. Ja, das ist ich bin einer, nicht da kommen alle weg. Anderen ja ran. Alter. Mit ein bisschen Glück hat Hamilton jetzt einen kaputten Frontflügel, aber ich weiß es nicht. Weißt du, was dumm war? Ich bin an Giovinazzi vorbei und er wollte mich halt nicht vorbeilassen, hat mich wieder versucht abzudrängen. Und als er kurz vor mir war, wurde er auf einmal langsam. Ich habe nur so einen leichten Schaden, der fühlt sich ja, auch nicht... Ja, was im Spiel? Er fühlt sich auch nicht schlimm an, aber es ist halt trotzdem so nervig. Ja, ja, ich kenne das. Mann, ich wäre an den anderen halt fast dran, aber es ist so schwierig, die hier zu überholen. Vor allem, weil die echt auch gut fahren. Deswegen fände ich halt so eine Ausgangstaktik ja, richtig PCs gut. Sind irgendwie gerade auf dieser Strecke richtig gut. Stimme ich dir zu. Wenn du mit Ausbremsen nicht gönnst, dann... Ja, wie soll ich ausbremsen? Die überholen mich direkt. Ja. Die Strecke ist so breit, da gibt's auch nichts drumherum. Also wie gesagt, es gab eine Kollision, ein bisschen Glück musste in der Box, aber ich glaube nicht. Nee, nee, safe nicht. Nee, fährt nicht an die Box. Also ist nichts kaputt gegangen. Willst du auch, dass Hamilton keinen Punkt bekommt? Ja, das ist nochmal. Kollision verursacht. Ja, ich hab das ja nur gemacht, weil er mich in der Kurve davor auch gerammt hat. Ja, der hat auch mich gerammt. Also ich würde ihn wegrammen, wenn ich davor komme. Ohne Spaß. Ich würde den einfach so runterbremsen auf 20 km/h und dann, dass er mir schön reinfährt, die ganze Zeit links, okay, rechts. Bei dem Tempo und den Einstellungen wird das Benzin nicht für ein Finish reichen. Du solltest die Mischung herunterschalten. Ich glaube, die Wahrscheinlichkeit, dass er dich dabei überholt und du ihn nie wieder einholst, ist sehr hoch. Nee, finde ich nicht. Na, du bist ja auch ein guter Fahrer, aber bei mir wäre das so. Also ich bin halt echt nicht so weit von denen entfernt, aber... Wo bist du denn gerade überhaupt? Ja, Platz 17. Aber die Abstände zwischen denen sind echt immer relativ, ne? Ja, die sind das alles ziemlich knapp. Also zu den Punkten vor allem. Das Problem ist halt, wie gesagt, die fahren auch extrem gut. Und wenn ich mal überholen will, dann führt es immer zum Crash. Jedes Mal. Jetzt schon wieder. Er rammt mich. Ja. Okay, das Rennen ist für mich vorbei. Ich warte jetzt und ramm Hamilton weg. Echt, das ist, also das ist unbeschreiblich, Leute, keine Ahnung, da habe ich auch keine Lust mehr dann, muss ich ganz ehrlich sagen, also das ist bei jedem Überholmanöver jetzt schon, ich fahre ihm 3-4 Runden hinterher und wenn ich dann so nah dran bin, dass ich entweder fahre ich ihm drauf oder ich muss ihn wirklich dann überholen und dann probiere ich vorbeizuziehen,
er zieht einfach trotzdem immer in die Kurve rein, obwohl ich nicht mal irgendwie mich breit mache oder so. Das ist so scheiße einfach. Echt, das macht gar keinen Spaß. Ich habe einen komplett roten Frontflügel einfach. Ich kann es komplett knicken. Platz 20 jetzt. Ich fahre jetzt an die Box. Und wenn ich Glück habe, dann komme ich vor Hamilton raus und kann ihn wegnehmen. Hast du dir rote Reifen geholt? Also holst du dir rote Reifen? Weiß ich nicht. Ja, mache ich. Deine Rundenzeiten fallen zurück. Komm zur Reparatur an die Box. Box, Box. Also ist scheißegal, ob ich dabei jetzt drauf gehe oder was nicht alles bekommen. Ja, das ist echt Verbindung Abfuck. Mit Online-Dings, da stand gerade irgendwie rum links. Oh, Verstappen ist vor Hamilton. Wahrscheinlich fahren wir in Großbritannien wieder 10 Mal. Nee, weil es jetzt abstürzt. Bitte, bitte nicht. Du darfst jetzt nur, wenn ich wieder in mich reinfahren. Fahren wir danach noch ein Rennen? Ja, können wir machen, kommt drauf an. Ja, brauchst du auch ein paar Punkte. Werde ich nicht schaffen heute. Klar. Du darfst jetzt nicht wieder in mich reinfahren. Nein. Ich drück dir alle Daumen, das ist so. Gelber Sektor. Ja, aber ich langsam fahre. Ah, wegen dir. Ja, wusste ich nicht. Bin nicht drauf geachtet. Wurde erst da hinten angezeigt bei Hamilton und Verstappen. Kann's beide auch umhauen. Habe ich weniger Verfolger. Blaue Flagge macht dem Fahrer hinter dir Platz zum Überholen. Gelbe Flagge, aber die ist wo ganz anders. Achtung, Achtung, das virtuelle Safety Car ist virtuell vor allem. Hast du ihn gerammt? Nein! Deswegen gibt's das. Weiß ich nicht! Ich habe damit nichts zu tun. Die sind ja noch nicht mal an mir dran. Das also virtuelle ist richtig heselig. Ja, wenn es normale wäre, wäre es ja. Für dich wäre das gut. Ja, dann hätte ich vielleicht sogar noch zu Ende gefahren wahrscheinlich. So habe ich ja jetzt keinen Bock mehr. Bei mir ist die Scheiße immer noch außerhalb des Bildschirms. Boah. Okay, langsamer werden, langsamer werden. Dein Delta ist negativ, du bist also zu schnell. Verringere dein Tempo. VSC endet. Gleich kommen die grünen Flaggen. Alter! Oh, ich musste gerade stehen bleiben, damit mein Delta positiv war und jetzt ist plus 2 Sekunden gewesen. Das ist ja so eine Verarsche, dieses scheiß Safety Car, dieses. Ey, das ist aber immer noch gelbe Flagge. Ah, da steht ein Auto. Ja. Das ist gelbe Flagge. Also gelbe Flagge ist immer noch, weil ich ihn gerammt habe. Das sehen wir jetzt das. Leute, wenn ihr Rammen sehen wollt, dann müsst ihr auf meinem Kanal vorbeischauen. Bei dir die Stocker Crash Challenge. Ja, Verstappen ist vorbei, Hamilton habe ich gar nicht gesehen. Aber da ist er auf jeden Fall. Gar nicht gesehen. Ich bin parallel gerade mit Hamilton. Ich habe ja schneller Auto, also von daher gar kein Problem. Er ist mir hinten raufgefahren. Ups. Er muss auf jeden Fall an die Box. Würde ich jetzt mal behaupten. Kannst du Verstappen einholen? Schwer davon ausgehen. Es kann sein, dass Verstappen auch muss, also ich habe den auch ordentlich ausgeholt. Ich habe gar keinen Spaß gehabt. doch, jetzt habe ich Spaß, aber sonst allgemein nicht. Er hat mir den Reifen weggerammt. Oh, mir ist einer richtig drauf gefahren, ich habe keine Ahnung wer. Hamilton ist wieder an mir vorbeigezogen und hat mir den Reifen weggerammt. Sebastian Vettel ist aus der Session ausgeschieden, stand da ja, dann ist der mir richtig fett drauf gefahren, das kann schon sein. Wieso wurde das gerade eingeblendet? Das ist ja krass. Ja, das ist schon heftig. Das andere, dass der. Ja, Leute, der da also ich bin immer noch nicht überzeugt davon. Großbritannien, okay, ist nicht so meine Favorite-Strecke. Habe ich letztes Jahr auch gewonnen gehabt, aber nur aus bedingten Umständen. Ja, lief all scheiße, also von Platz 2 gestartet, mega cool. Hätte ich bestimmt auch gut zu Ende fahren können, weil so schlecht bin ich nicht gefahren. Ich glaube, die schnellste Runde hat mir auch lange gehört, wenn sie mir nicht immer noch gehört. Weiß ich gerade gar nicht. Doch, ich glaube, die müsste dir gehören. Ja, gehört sie mir immer noch. Das ist, ja, keine Ahnung, also ich hätte es bestimmt auch gut zu Ende fahren können. So, allerdings halt nicht. Hamilton hat mich direkt weggerammt.
Ich fand die Bots auch in Österreich, auch hier, ziemlich anstrengend, ziemlich nervig. Ja, machst du nix, kann ich dir jetzt nicht sagen. Keine Ahnung, ich schaue jetzt Jan noch ein bisschen zu, mache hier wieder ein bisschen Klima, ein bisschen kühl und dann fahren wir heute noch das nächste Rennen später und hoffentlich läuft es da besser. Ich verabschiede mich, hau rein, bis dahin und schaut bei Jan vorbei. Ciao, ciao.